Plattwürmer werden auch Platelmintes genannt und leben hauptsächlich im Meer. Einige Arten kommen aber auch im Süßwasser vor oder leben in feuchten terrestrischen Gebieten. Es handelt sich hierbei um Protostomia, deren Körper eine bilaterale, also eine zweiseitige Symmetrie aufweist. Die Plattwürmer verdanken ihren Namen dem dünnen, dorsoventral abgeflachten Körper. Auf der Bauchseite von freilebenden Arten befinden sich oft Zilien, mit denen sie sich bewegen können. Dabei gleiten sie auf einem Schleimfilm, den sie selbst abscheiden. Einige Gruppen sind allerdings nicht freilebend, sondern endoparasitisch. Man fasst sie in einem Monophyllum zusammen, das man Neodermata nennt. Zu ihnen gehören drei verschiedene Arten, nämlich Hakensaugwürmer, die man auch Monogenea nennt, Saugwürmer, die man auch Trematoden nennt, und Bandwürmer, die man auch Zestoda nennt. Diese Parasiten haben meist einen stark vereinfachten Körperbau und oft findet bei ihrer Fortpflanzung ein komplexer Wirtswechsel und Generationswechsel statt. Plattwürmer sind triblastische Tiere und besitzen einen azylomaten Körperbau. Das bedeutet, sie besitzen keine sekundäre Leibeshöhle, wie es zum Beispiel bei Ringelwürmern der Fall wäre. Bei ihnen wird der Hohlraum zwischen Verdauungstrakt und äußerer Körperwand vollständig von mesodermalem Gewebe ausgefüllt, aus dem die Muskulatur entsteht. Aus dem Ektoderm entsteht die Epidermis, die zur Körperdecke wird. Aus dem Entoderm entsteht schließlich die innenliegende Gastrodermis. Das Nervensystem der Plattwürmer besteht aus einem anterioren Zerebralganglion und aus ventralen Nervensträngen, die durch ringförmige Kommissuren und weitere Längsstränge untereinander verbunden sind. Außerdem befinden sich bei freilebenden Arten im Kopf auch einfache Sinnesorgane wie Augen oder Chemorezeptoren. Plattwürmer besitzen keine Atmungsorgane, kein Blutgefäßsystem und auch keinen durchlaufenden Darm, sondern ein Gastrovaskularsystem. Ihr Exkretionsorgan wird wie bei allen azylomaten Organismen aus Protonephridien gebildet, die auch für die Osmoregulation verantwortlich sind. Ihre Fortpflanzung verläuft meistens geschlechtlich. Sie sind Zwitter und benötigen einen Partner, um sich wechselseitig zu befruchten. Außerdem besitzen sie komplizierte Fortpflanzungsorgane. Einige Arten können sich aber auch asexuell durch Querteilung fortpflanzen. Dafür schnürt sich das Elternteil in der Mitte durch und beide Teile regenerieren daraufhin das jeweils fehlende Ende. Weil es sich bei den Plattwürmern um Protostomia handelt, durchlaufen sie in ihrer Embryonalentwicklung eine Spiralfurchung. Hier verlaufen die Ebenen der Zellteilung diagonal zur Vertikalachse des Embryos. Im Achtzellstadium sitzen vier kleine Zellen, die Mikromere, in den Furchen zwischen den darunterliegenden vier größeren Zellen, den Makromeren. Auch bei den Ringelwürmern kommt es zur Spiralfurchung, aber die schauen wir uns das nächste Mal noch genauer an.